Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Summoner's War. Und heute machen wir ein bisschen Arena, unseren Montags-Arena-Run, wie ich ihn gerne nenne. Jedoch muss ich kurz mal das Fenster zumachen, weil hier ist ziemlich laut, oder? Hört man das? Na egal, vielleicht lasse ich es auch einfach. Aber es dreht sich nicht hauptsächlich um den Arena-Run, weil heute ist Montag, heute ist sowieso nicht allzu schwer hier, die Arena. Sondern ich möchte mit euch über ein Thema reden, was mir gestern, als ich mit einem Gildenkumpan geschrieben habe bei WhatsApp, in den Sinn gekommen ist. Und der hat mir so erzählt, was er so grob, ganz grob, für Geld in dieses Spiel gesteckt hat. Und ich möchte einfach mal mit euch darüber sprechen, ob es Sinn macht, Geld zu investieren, und wie man das Geld dann einsetzen sollte. Als Hinweis vorher, ich habe persönlich noch keinen einzigen Cent in das Spiel gesteckt. Das soll aber jetzt noch kein Spoiler sein auf die Frage, soll man überhaupt Geld in das Spiel investieren? Das möchte ich gleich noch beantworten. Ich möchte nur erstmal so viel sagen. Wenn ihr Geld in das Spiel steckt, dann habt ihr Kristalle. Ihr habt eine ganze Menge Kristalle. Das ist, was ihr für euer Geld bekommt. Diese Ingame-Währung sozusagen. Und dann, was macht ihr mit den Kristallen? Das ist ja die eigentliche Frage. Wenn ihr diese Kristalle habt, was macht ihr damit? Und was bringt euch das? Ihr könnt Kristalle für vielerlei Dinge einsetzen. Am beliebtesten bei den großen Spielern scheint es zu sein, zu beschwören. Warum? Ganz einfach, weil man dann bestimmte Monster bekommen kann, die in bestimmten Situationen im PvP, es geht dann eigentlich nur noch um PvP im Endgame, den gewissen Vorteil bringen. Das heißt also in der Realtime-Arena oder Welt-Arena, wie es ja jetzt heißt, Vorteil haben, weil man ein bestimmtes Monster hat, was super ins Team passt, oder in der Arena-Offensive zur Rush-Hour das eine Monster haben, was halt im Team noch den Funken ausmacht, um halt noch höher zu kommen, oder halt in der Guild War Offense oder Defense. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die Sache an der Geschichte ist folgende. Ihr habt ja quasi einen Pool an Monstern, aus denen zu einem bestimmten Prozentzahl ein 4-Star, also ein 4-Sterne-Monster oder ein 5, ups, jetzt habe ich einfach auf angreifen können, ein 4- oder 5-Sterne-Monster kommt. Diese Prozente, die das hat, die sind für einen 5-Sterne-Monster unglaublich gering. Das heißt also, dass ihr überhaupt ein 5-Sterne-Monster bekommt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr klein. Und dann auch noch das zu bekommen, was euch noch fehlt für euer Team, die Wahrscheinlichkeit geht quasi gegen Null. Das Einzige, wo ihr diese Wahrscheinlichkeit so ein kleines bisschen beeinflussen könnt, ist bei den Beschwörungssteinen. Aber die bekommt ihr ja nicht, wenn ihr Geld investiert, sondern ihr bekommt die Kristalle. Das heißt also, ihr bekommt im Prinzip ein Lotto los. Stellt euch das vor, als würdet ihr im Lotto mitspielen, aber der Gewinn wäre halt nicht 1 Million Euro, sondern ein Gutschein für H&M oder für McDonald's oder so. Also ein richtig hoher Gutschein, aber nur ein Gutschein. So müsst ihr euch das im Prinzip vorstellen. So läuft das hier. Das heißt also, das Geld in Beschwörungs-Sessions zu investieren, bringt euch lediglich die Chance, einen Fortschritt im Spiel zu erreichen. Wenn ihr wirklich tatsächlich irgendwo noch nicht im Endgame seid, sondern irgendwo in der Mitte des Spiels, lohnt es sich oft viel mehr, die Kristalle, die ihr habt, in das Aufladen von Energie zu investieren, um halt bessere Runen zu farmen oder die Monster, die ihr habt, halt auf 6 Sterne zu bringen, indem ihr halt Futter hochlevelt. Ne? Ich sage aber jetzt nicht, dass wenn ihr Geld investiert, ihr das machen sollt, weil die Kristalle, die ihr von Events bekommt und vom Spiel im Allgemeinen, auch ohne Geld zu investieren, reichen meistens dafür aus. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal kristalllos war, ohne, warte, das können wir machen, Moment, war vorher, ohne irgendwie zu beschwören oder sowas. Ne? Also von daher, also was ich sagen will,
Jeder kann Geld in das Spiel investieren und ich finde es vollkommen gerechtfertigt, Geld in das Spiel zu investieren, weil wenn ihr ein geiles Spiel haben wollt, was Geld kostet und ihr findet es so geil, dass ihr es unbedingt haben wollt, dann bezahlt ihr halt die 30, 40, 50 Euro oder bei manchen Spielen 60 Euro, je nachdem. So, und wenn ihr jetzt mal überlegt, dass dieses Spiel quasi erstmal kostenlos ist und erst und ihr quasi entscheiden könnt, wie viel ihr investiert, dann ist das vollkommen legitim, dass man sagt, okay, das Spiel gefällt mir, das macht mir Spaß, ich will da Geld investieren, ich will die Entwickler unterstützen, dass die neue Funktionen reinbringen und so weiter und so fort. Also vollkommen legitim, wer da Geld investieren will, soll das von meiner Seite her auch gerne tun. Wie viel ihr investiert, ist natürlich ganz euch überlassen, aber überlegt euch, wie lange ihr das Spiel spielt. Also so mache ich es zum Beispiel. Ich überlege immer, okay, wie lange spiele ich das Spiel jetzt? In Monaten? Und wie viel Geld habe ich schon investiert? Und ich gucke dann immer, dass ich... Also ich habe mir ein bestimmtes Monatsbudget gesetzt, wie viel ich für Spiele ausgebe. Und das Budget überschreite ich nicht. Und wenn da in dem Budget noch was frei ist, dann kann man nochmal Geld investieren. Wie gesagt, in Summoners War habe ich noch nichts investiert, weil ich mein Geld momentan meistens für neuere Spiele, also für neue Spiele, den Kauf von neuen Spielen ausgebe, die ich euch dann auf dem Kanal zeige. Okay, also nochmal zusammengefasst. Geld investieren könnt ihr. Bringt es euch im Spiel voran? Das ist eure Entscheidung. Wenn ihr es für sagen wir mal, sichere Dinge ausgebt, wie Energie wieder aufzuladen und so weiter, dann bringt es euch hundertprozentig voran, aber nur kleine Schritte. Wenn ihr es in eine Beschwörungssession steckt, dann kann es euch einen großen Schritt voranbringen, wenn halt ein Monster kommt, was ihr braucht und was euch was bringt. Kann aber auch gut sein, dass ihr nichts bekommt, nur 3-Sterne-Monster oder mal einen 4-Star, den ihr vielleicht schon habt, schon max geskillt und dann noch nicht mal den Skill-Up benutzen könnt, dann bringt es euch natürlich nicht voran. Das heißt, da ist so ein bisschen Glücksspiel. Viele andere Dinge, wo ihr die Kristalle investieren könntet und solltet, gibt es eigentlich nicht. Also es ist ganz, ganz eure Sache. Wie gesagt, ob ihr investieren sollt oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Es ist eure Entscheidung, wie viel Geld ihr habt, wie viel Geld ihr investieren sollt. Aber ihr solltet meiner Meinung nach schon darauf achten, dass ihr nicht euer gesamtes Erspartes in dieses Spiel steckt, weil dazu ist es nicht gemacht, das Spiel. Also, wie soll ich das erklären? Stellt euch vor, ihr habt ein Lotto losgekauft und ihr gewinnt den Jackpot und der Jackpot ist 1 Million Euro, aber als H&M-Gutschein. Das ist eine feine Sache, weil Klamotten braucht jeder, also kauft ihr euch dort Klamotten. Vielleicht ist 1 Million ein bisschen hochgegriffen, ist auch egal. Diese Klamotten, die ihr kauft, die tragt ihr nicht ewig, die tragt ihr nicht euer Leben lang. Genauso wie wenig, wie ihr dieses Spiel euer Leben lang spielen werdet. Irgendwann ist es euch, geht es euch auf die Nerven, irgendwann findet ihr es doof, irgendwann passiert irgendwas, was euer Leben verändert, wodurch ihr das vielleicht gar nicht mehr spielen könnt oder was auch immer. Also überlegt euch immer, wie viel Geld wollt ihr in etwas stecken, was vergänglich ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Geld zu investieren ist vollkommen legitim. Okay, das zu meinem Monolog über Pay-to-Win oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte und zu unserem kleinen Montags-Arena-Run. Was ich euch noch sagen möchte, ist, was diese Woche noch folgen soll. Ich plane morgen eine Beschwörungssession, weil wir haben nämlich einiges an Kristallen und wir haben sogar wieder 2-3 Steine. Ich spare ja momentan die Steine auch gar nicht, ich hau die einfach raus. Wir haben ja bei der letzten Beschwörungssession ein sehr geiles Monster gezogen. Das gehörte auch noch zu dieser Rotation. Ich will es nicht spoilern, guckt euch einfach das Video an. Ich denke, ich werde mit der Beschwörungssession eventuell auf die nächste Rota warten, weil ich unglaublich gerne Verrat hätte und auch einen Orion sehr, 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 sehr gerne hätte. Und ansonsten sind die, also klar, die 5-Sterne-Monster sind alle geil. Und bei den 4-Sterne-Monstern hätte ich halt gerne einen Orion. Der fehlt mir halt noch in meinem Roster. Ein Verrat wäre halt auch super. Halt vor allen Dingen für defensive Teams sind beide Monster sehr, 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 sehr gut. Okay, also, das heißt, Beschwörungssession kommt diese Woche auf jeden Fall. Wir haben mindestens 20 Rollen plus die Steine. Wir haben eine legendäre dabei. 22 Rollen und 2 Steine, vielleicht 3 bis dahin. So, mal gucken. Dann möchte ich
auf jeden Fall diese Woche euch noch TOA zeigen. Und zwar, wir werden wieder ein Video machen, denke ich mal, für Stufe 70, 80, 90 und dann noch eins für die 100. So wie wir das die letzten Monate eigentlich gemacht haben. Und ansonsten nochmal der Aufruf an euch, weil lange Zeit habe ich leider keine Rückmeldung bekommen, ob ich mal bei einem von euren Accounts wieder eine Beschwörungssession machen soll. Ich möchte euch nur erinnern, ich habe das schon zweimal gemacht oder dreimal. Ich kann mich jetzt gerade spontan nur an zweimal erinnern. Und beide Male habe ich Wunschmonster gezogen. Also mein Glücksfinger ist nicht so schlecht. Ne? Auch wenn man an meine letzte Beschwörungssession denkt mit den Steinen, was da für ein geiles Monster rauskam, möchte ich euch bloß mal sagen. Bei Ifrits empfehle ich euch nicht, mich zu benutzen. Bei Ifrits ziehe ich immer Müll. Also was heißt Müll? Die sind ja alle nicht schlecht. Aber ich habe ja zweimal den Feuer-Ifrit gezogen, bis ich mal Theomas hatte und so weiter. Aber bei allem anderen habe ich eigentlich relativ großes Glück, was so Steine und so weiter angeht. Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.